Stellwerkbrand. Bahn verspricht Verbesserungen am Montag. Am kommenden Montag will die Deutsche Bahn eine gesonderte sogenannte Blockteilung zwischen Essen und Duisburg ohne den Bereich Mülheim-Stürum wieder in Betrieb nehmen. Damit soll der Zugverkehr flüssiger und pünktlicher abgewickelt werden. Vor allem dem Fernverkehrsangebot soll das zugutekommen. Dort sollen die Züge der ICE-Linie 41 zwischen München und Dortmund wieder ausnahmslos auf dem Regelweg fahren. Die Züge der ICE-Linie 10 Köln nach Berlin fahren weiterhin über den Regelweg und halten in Essen und Bochum, jedoch nicht mehr in Düsseldorf Flughafen. Züge der ICE-Linie 1 Köln-Essen-Hamburg müssen ersatzlos ausfallen. Änderungen ergeben sich auch für den Regional- und S-Bahn-Verkehr. Genaue Informationen zu allen Änderungen erhalten Sie im Internet unter www.bahn.de oder bei der Kundenhotline der Deutschen Bahn. Rekordergebnis für Schauinslandreisen. Das Reiseunternehmen Schauinslandreisen wird das am 31. Oktober zu Ende gehende Geschäftsjahr mit einem erneuten Rekordergebnis abschließen. Erstmals in der fast 100-jährigen Firmengeschichte wurde die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro geknackt. Der Vorjahreswert von 970 Millionen Euro wurde um 13,5% auf ein Ergebnis von 1,1 Milliarden Euro gesteigert. Gleichzeitig konnte der Reiseveranstalter seine Gästezahl um 9,6% auf 1,37 Millionen Euro erhöhen. Landesgartenschau. Jury begutachtet Bewerbungen aus der Metropole Ruhr. Endspurt bei der Bewerbung um die Landesgartenschau 2020. Eine Kommission ist gestern durch die Metropole Ruhr gereist, um sich im nördlichen Ruhrgebiet und in Kamp-Lintfort vor Ort einen Eindruck von den beiden Bewerbungen zu verschaffen. Die Stadt Kamp-Lintfort im Kreis Wesel will unter dem Motto Kloster Kohle Campus ihre historischen Wurzeln, das Kloster Kamp und das Bergwerk West und den Wandel erfahrbar machen. Die Emscher Genossenschaft möchte zusammen mit den Städten Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Herne und Herten als Emscherland 2020 Wasser, Wege und Wandel die Gartenschau an die renaturierte Emscher holen. Anfang November gibt das NRW-Umweltministerium bekannt, wo die Landesgartenschau 2020 stattfindet. Museum Küppersmühle zeigt bisher ungesehene Werke von Zero-Künstler Heinz Mack. Unter dem Titel Mack – Apollo in meinem Atelier eröffnete das Museum Küppersmühle gestern seine neue Ausstellung. Zu sehen sind bisher teils unveröffentlichte Werke des Zero-Künstlers Heinz Mack. Bezeichnend für seine Kunst ist die Konzentration auf das Medium Licht. Im Museum dominieren daher vor allem großformatige Bilder, die aus dem künstlerischen Schaffen nach 1991 entstanden. Hinzu kommen zahlreiche Skulpturen, kinetische Objekte sowie Filmaufnahmen. Mack's Werke wurden bis heute in über 300 Einzelausstellungen gezeigt. Zudem werden seine Werke durch ausgewählte Galerien auf diversen Messen wie der Art Basel, der TFAF Maastricht und der Art Hongkong präsentiert. Das war ja das Problem für mich, hier etwas zu machen mit ihm, weil ich dachte, der ist ja überall präsent. Nur hier zeigen wir jetzt etwas, was noch nie ausgestellt war, jedenfalls museal nicht ausgestellt war. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Ausstellung. Und deswegen war es mir sehr wichtig, ihn hier auch zu zeigen. Im MKM ist die Ausstellung Mack – Apollo in meinem Atelier bis zum 31. Januar 2016 zu erleben. Neue Tarifrunde, letzte Chance für Gebäudereiniger. 4.200 Gebäudereiniger in Duisburg leiden unter dem Kampf Mensch gegen Minute. Darauf weist nun die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hin. Sie fordert für die nächste Tarifrunde am kommenden Donnerstag daher ein Lohnplus für die Reinigungsbeschäftigten. So soll etwa die niedrigste Lohngruppe für die Reinigungsbranche um 80 Cent auf dann 10,35 Euro pro Stunde angehoben werden. Hintergrund ist eine aktuelle Herbstumfrage der IG Bau unter Beschäftigten der Branche, an der auch Gebäudereiniger und Fensterputzer aus Duisburg beteiligt waren. Diese habe gezeigt, 57% der Reinigungskräfte haben in den letzten 2 Jahren ein größeres Reinigungsrevier zugewiesen bekommen und das bei gleichbleibender Stundenzahl. 9 von 10 der Befragten hätten angegeben, bei der Arbeit unter großem Zeitdruck zu stehen. 33. Rhein-Ruhr-Marathon bis 31. Oktober Frühbucherrabatt. Nur noch bis Samstag, den 31. Oktober, gibt es den Frühbucherrabatt für den 33. Rhein-Ruhr-Marathon. Die Teilnahme am Klassiker über 42 Kilometer kostet bis Ende Oktober 40 Euro. Beim Halbmarathon sind Frühbucher für 30 Euro dabei. Staffeln laufen für 100 Euro ihr Rennen. Bereits jetzt haben sich 509 Läuferinnen und Läufer für den Start in Duisburg gemeldet. Im vergangenen Jahr nahmen knapp 6.000 Läuferinnen und Läufer in Duisburg teil.
Nebelig und grau zeigte sich auch heute das Wetter in Duisburg. Morgen lockern die Wolken dann auf. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix und Werte zwischen 8 und 14 Grad. Der Samstag zeigt sich ähnlich mild. Bei bis zu 14 Grad ist mit Regen nicht zu rechnen. Der Sonntag legt dann nochmal einen drauf. Die Sonne kann sich immer mehr durchsetzen. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 13 Grad. Achtung Autofahrer, auch morgen wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Und zwar auf der Franz-Schubert-Straße in Rheinhausen-Mitte und auf der Heerstraße in Hochfeld. Und es wird auch wieder gebaut. Seit Anfang der Woche wird in Bergheim die Fahrbahn des Kreuzackers erneuert. Wegen der Bauarbeiten wird die Straße zwischen Bergheimer und Mörserstraße vorübergehend zur Einbahnstraße. Diese Regelung gilt voraussichtlich bis zum Ende diesen Jahres. Und noch bis zum 31. Oktober ist die Angermunder Straße in Großen Baum gesperrt. Diese erhält vor dem Großenbaumer Bahnhof eine neue Fahrbahndecke. Umleitungen sind ausgeschildert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.